Und Nachhaltigkeit heisst für uns nicht nur, dass es darum geht, dass man der Umwelt Sorge trägt, sondern dass es eben auch darum geht, dass wir Partnerschaften haben, die langlebig sind, aber auch, dass man mit Mitarbeitern langlebige Entwicklungsmöglichkeiten aufbaut. Wir sind hier mitten im Kreis 5 zu Hause. Wir beschäftigen knapp 600 Menschen. Davon sind 120 Fachangestellte und die leiten etwa 480 Menschen mit Beeinträchtigungen in der täglichen Arbeit an. Unsere Hauptaufgabe ist, den Menschen mit Beeinträchtigungen eine gute Tagesstruktur zu geben und sie so in die Arbeitswelt und in die Gesellschaft zu integrieren. Wir sind also ein wirtschaftlich ausgerichtetes Sozialunternehmen. Und unter dem verstehen wir auch, dass wir einen Großteil von unseren Kosten können aus unserer Produktion und aus unserem Verkaufsprodukt finanzieren. Wir dürfen hier in der Stadt Zürich auf einem sehr dominanten Platz hausen. Also wir sind hier gerade bei den Viaduktbögen. Man muss sich ein bisschen vorstellen, die Menschen, die zu uns kommen, können arbeiten, die wollen ja aus ihrem Problemkreis oder Dunstkreis ausbrechen. Und wenn die so mitten in der Stadt dürfen sie da sich können behaupten und zu uns können arbeiten, dann ist das für die eine grosse Freude. Denn das Zweite ist, wir probieren nur Produkte herzustellen, die im Markt gebraucht werden. Beispiel, wenn jemand in der Confiserie einen Osterhass produzieren kann und der wird nachher verschenkt. Das gibt eine riesige Wertschätzung.